dem versammelten Tiroler Landtag und den Mitgliedern der Tiroler Landesregierung zeichneten am 18. Dezember 2014 Landtagspräsident Herwig van Staar und Landeshauptmann Günther Platter Arthur Töni mit dem Ring des Landes Tirol aus. Heute ein würdiger Akt für einen würdigen Tiroler. Ja, das war heute ein besonderer Festakt für eine großartige Persönlichkeit in unserem Land Tirol. Und die Ehrenringverleihung ist ja nichts Selbstverständliches, weil hier gibt es ganz klare Maßstäbe und wir haben derzeit nur 7 lebende Persönlichkeiten, die diesen Ehrenring erhalten haben. Und heute an Kommerzialrat Arthur Töni diese Auszeichnung überreichen zu können, hat mir wirklich eine große Freude bereitet, weil ich kenne wenige Menschen, so wie Arthur Töni. Der hat begonnen mit einem 2-Personen-Unternehmen und in den 50 Jahren ist dieses Unternehmen zu einem Großunternehmen emporgewachsen mit 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 40 Lehrlinge. Im Rahmen seiner November-Sitzung hat der Tiroler Landtag einstimmig das Gesetz beschlossen, das die Verleihung des Ehrenringes an Kommerzialrat Arthur Töni vorsieht. Arthur Töni ist eine außerordentliche Persönlichkeit im Lande, als Unternehmer, als dem Menschen aufgeschlossener, hilfsbereiter Mensch, der jahrelang Präsident des Roten Kreuzes war, der davor schon Rotkreuz-Helfer war, der also wirklich Tag und Nacht im Dienste für die Menschen da ist. Ein Familienmensch, das hat er heute auch zum Ausdruck gebracht, und ein Tiroler Patriot. Gleich 2 Jubiläen feiert der Industrielle aus Telfs dieses Jahr. Vor 50 Jahren gründete der heute 75-Jährige die Töni Industriebetriebe, die zu den Paradeunternehmern Tirols gehören. Das Familienunternehmen ist in den Bereichen Aluminium, Umwelt- und Energietechnik, Anlagenbau, Schlauchproduktion und Manufacturing Technologieführer. Ein Mann, der ein Gesamt-Tiroler mit Leib und Seele ist und sich dafür einsetzt, dass Tirol, Südtirol und Trentino näher zusammenwächst. Das ist ein großer Tiroler. Und er hat sich das sehr verdient und ich bin sehr angetan, dass wir heute diese Verleihung in diesem schönen Rahmen des Tiroler Landtages vornehmen konnten. Wenn man also da so den Reigen jener, die diese hohe Auszeichnung tragen dürfen und eigentlich viele, die das Zeitliche schon gesegnet haben, nur um an 2 zu denken, Bischof Reinhold Stecher, Swarovski, das waren also auch Träger dieses Tiroler Ehrenringes. Ja, und wenn man also da das so ein bisschen Revue passieren lässt, kommt eigentlich Dankbarkeit und Demut auf. Und ich bin sehr stolz und auch, wie man merkt, auch sehr gerührt. Der gelernte Werkzeugschmied und Schlosser und mittlerweile auch Ehrensenator der Leopold-Franzens-Universität, Arthur Töni, gab als langjähriger Präsident der Industriellen Vereinigung Tirol dem Wirtschaftsstandort Tirol eine deutliche Prägung, nämlich mit seinem humanitären Engagement ein Vorbild für eine neue Unternehmergeneration. So zeichnete er auch als engagierter Präsident des Landesverbandes des Roten Kreuzes für den richtungsweisenden Aufbau der notärztlichen Versorgung in Tirol sowie neuer Strukturen im Katastrophenvorsorge- und Blutspendewesen verantwortlich. Wenn ich mir etwas heute durchgelesen habe, dann war ich schon erstaunt, dass Sie ja einmal von einem Autor Julius Pohl bei einem Theaterstück Der Föhn, wenn ich das richtig gelesen habe, aber da haben Sie nicht nur mitgespielt, sondern was war da? Das war, glaube ich, eine ganz besondere Geschichte auch. Das war eine ganz besondere Geschichte, richtig. Ich muss vorausschicken, ich bin als relativ junger Mensch mit 17 Jahren in Delfs sozusagen zugereist und ich war in Delfs einer der ersten Gastarbeiter, wohlgemerkt. Um sich dort zu integrieren in dieser erzkonservativen damals und bürgerlichen Gemeinde, das war gar nicht so einfach. Was war naheliegender, als sich im Vereinswesen zu engagieren, damit junge Leute kennenzulernen, überhaupt die Delfer kennenzulernen und so kam es zu guter Letzt eben zu diesen Rollen im Rahmen der Tiroler Volksschauspiele, korrekt im Rahmen dieser Volksbühne Delfs. Und wir sind also damals wirklich quer durch Tirol gezogen und haben großartige Erfolge gefeiert. Also
gemessen haben wir unseren Erfolg immer daran, ob dieser Saal, wie groß immer er war, ob 300 oder 500 Leute, ob die Leute auch nasse Augen hatten. Wenn ja, dann war also der Erfolg wieder gewährleistet. Und das ist uns für lange Zeit gelungen. Parallel dazu allerdings gibt es noch eine Nebenfront, nämlich jene, dass ich also auch bei dieser Volksbühne meine jetzige Gattin kennengelernt habe und somit die Basis für das Unternehmen schaffen konnte in Form von Mitarbeitern. Weil in erster Linie waren am Anfang natürlich, war die Familie gefordert. Ne? Und so sind eigentlich alle meine Kinder und inzwischen auch die Enkel voll und ganz mit diesem Unternehmen mitgewachsen, weil sie ganz einfach immer rund um die Uhr beziehungsweise 7 Tage die Woche ins Unternehmen integriert waren, um das jetzt ganz einfach auf den Punkt zu bringen.